Einen schönen Nachmittag wünsche ich Ihnen, freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind. Sie fragen sich, wie geht es den Prominenten wirklich? Ist das Leben tatsächlich so glamourös wie beschrieben? Wie leben die Stars aus Funk und Fernsehen, Sport, Kultur und Kunst? Heute können wir Ihnen Einblicke gewähren in das Privatleben. Ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Seit Jahrzehnten ist sie der Fernsehliebling im deutschsprachigen Raum. Schauspielerin Anja Kruse verrät uns, wie sie ihr persönliches Glück gefunden hat. Das Leben der österreichischen Skilegende Karl Schranz wurde nicht nur von Triumphen, sondern auch von Schicksalsschlägen geprägt. Der Burgschauspieler und TV-Star Florian Teichtmeister wird uns erklären, warum er den Nervenkitzel als Ausgleich braucht. Society-Lady und Operettendiva Birgit Zarrata hat nicht nur die Welt mehrfach umrundet, sondern auch vor Königen gesungen. Clemens Unterreiner hat eine einzigartige Karriere, denn vom blinden Kind hat er es zu einem internationalen Star-Bariton geschafft. Und Musical-Sänger Vincent Bueno musste schon Tragödien verkraften, doch den Glauben an das Leben und die Liebe hat er trotzdem nie aufgegeben. Das war jetzt schon einmal so ein schöner, quasi so eine Beschreibung von euch, aber es gibt ja noch viel, viel mehr zu besprechen. Zum ersten einmal vielen Dank, dass ihr alle Zeit gefunden habt. Wir sind heute tatsächlich ganz unter uns. Wir haben jetzt gerade, bevor die Sendung begonnen hat, über das Alter gesprochen, weil Birgit gesagt hat, ich werde doch nicht mein Alter verraten. Und du hast einen Satzel gesagt, ein Mann ist so alt. Ich habe gesagt, ein Mann, sagt man, ist so alt, wie er sich fühlt. Und eine Frau ist so alt, wie sie sich anfühlt. Ich weiß nicht, Anja, ob das eine Beleidigung ist. Nein, nein. Naja. Wir fühlen uns ja alle so gut an, die Damen. Und wir geben uns ja redlich Mühe, Fitnessstudio, Training, damit wir uns einfach gut anfühlen. Aber nicht für die Männer, sondern für uns. Okay? Hey. Und okay. Ich muss sagen, ihr schaut wirklich alle großartig aus. Jetzt erzählt einmal, wusstet ihr schon als Kind, dass ihr berühmt werden wollt? Florian, wusstest du es? Angeblich habe ich das behauptet. Ich werde entweder Schauspieler oder Bürgermeister von Wien. Das hat meine Tante immer erzählt, dass ich das gesagt hätte auf dem Küchentisch. Es ist eigentlich dasselbe Anforderungsprofil ein wenig. Es ist, man könnte beides sein. Du kannst es ja noch werden, Bürgermeister von Wien. Ich glaube, ich will es nicht mehr. Das war mal sozusagen eine Möglichkeit. Ich glaube, ich habe mich entschieden, ich bleibe bei der Schauspielerin. Du hast, Du hast gesagt, berühmt werden. Eigentlich war das ist so, wie es geht kaum anders, in dem Beruf erfolgreich zu sein, als berühmt zu werden. Aber das Ziel war es eigentlich nicht. Das Ziel war einfach zu spielen. Ja. Ja. Aber unterschreibe ich voll und ganz. Ja. Ja. Und Anja, du warst ja noch wirklich ein Kind, als du so. Ja, also berühmt sein ist kein Beruf. Mhm. Wenn das heute so junge Leute sagen, ja, ich will ein Star werden, ich sage, was willst du machen? Star ist kein Beruf. Mhm. Auch nur spielen, ich wollte spielen. Spielen, spielen, spielen. Aber wann wusstest du das? Und dann, wie alt warst du da? 12. Dann machten wir in der Schule die Jungfrau von Orleans von Schiller und da hat es mich erwischt, wie wenn man sich verliebt. Und ich wusste es. Aber ich wollte damit nicht berühmt werden, sondern ich wollte tolle Rollen spielen. Egal wie und wo. Und wenn man dann halt zufällig ins Fernsehen kommt, dann macht das einen berühmt. Aber das ist nicht das Ziel. Sollte es nie sein. Aber das war beim Clemens auch so gewesen. Du hättest ja auch gern den Weg so verfolgt, aber dann kam... Und das wissen vielleicht viele Menschen, aber viele Menschen auch nicht, eine ziemlich arge Geschichte in deiner Kindheit. Du bist tatsächlich erblindet. Ja, und zwar über Nacht. Wir waren auf Urlaub. Ich war 5 Jahre alt und ich bin aufgewacht und war blind. Das klingt zwar etwas sonderbar, war aber so. Was ist das gewesen? Ja, es ist eine sehr seltene, ausgefallene Erkrankung, die es weltweit kaum gibt. Also ich habe da vielleicht auch schon eine kleine Berühmtheit erlangt. Aber ich bin durch diese Erblindung überhaupt erst zu meiner Leidenschaft gekommen. Denn meine Eltern haben dann... Was macht man mit einem blinden Kind? Mich vor Hörkassetten gesetzt. Karl-Heinz Böhm, das war der Sohn vom berühmten Karl Böhm, vom Dirigenten, und der Franzl von Sisi und Franzl, der hat erzählt für Kinder die Geschichten berühmter Komponisten, Mozart und Beethoven und Wagner.
Und ich bin als blindes Kind davor gesessen und habe gedacht, mein Gott, ist das spannend. Der eine steckbrieflich gesucht, dann lernt einen König kennen, der baut ihm ein Opernhaus. Richard Wagner und Beethoven, der war sogar dann taub und ist eine Berühmtheit geworden. Und so habe ich mich in diese klassische Musik verliebt, in diese ganze Theaterwelt, in dieses Musiktheater. Und da war meine Leidenschaft geweckt für die Musik, für die klassische Kunst. Und ich habe auch eigentlich immer singen wollen und spielen wollen, habe mir da meine eigenen Bühnen gemacht, auch schon als blindes Kind. Und das ist mir geblieben. Und deswegen bin ich letztendlich sehr dankbar, weil wenn das nicht gewesen wäre, würde ich jetzt vielleicht was anderes machen. Sag, und wie lange warst du blind? Ungefähr ein Jahr, aber mit negativer Prognose. Das ist ja dann auch etwas, was vielleicht wir später noch besprechen. Nicht so quasi, das ist zu alt, zu schlecht oder zu blind oder zu irgendwas. Das sind immer solche Geschichten, wo einem gesagt wird, das wirst du nie können oder das wirst du nicht schaffen oder mach das so nicht. Das war natürlich eine große Sache. Und ich hätte mir auch nicht erträumen lassen, dass das dann einmal aufgeht, weil alle gesagt haben, unter diesen Voraussetzungen, sie wollten mich ja nicht mal in eine normale Volksschule schicken. Nicht? Also das war auch ein Kampf. Ja, das war dann noch nicht mit Inklusion. Ein Kampf, seinen Traum zu verwirklichen. Und eines Tages hast du die Augen aufgemacht und wieder gesehen? Nein, das ist natürlich ein Prozess und ich bin nach wie vor erkrankt an dieser Erkrankung, habe das aber ganz großartig in Griff und unter Kontrolle. Die Augenheilkunde hat ja unglaubliche Fortschritte gemacht. Ich habe die besten Ärzte, die mich gut eingestellt haben und mit dem Gewissen, dass es natürlich immer wieder etwas passieren kann, versuche ich einfach, meine Profession zu leben, und meinen mit was Beruf für zu einer lieben. Liebe und Motivation und Engagement. Das nutzt ja nichts. Also, jo, ja, trotzdem. Insofern bin ich ja sehr glücklich, dass ich dieses Glück habe, überhaupt diesen Beruf machen zu können. Hätte ja keiner gedacht. Und ich mache das sehr gerne und mit großer Demut. Karl, wann hast denn du zum Skifahren angefangen? Wie alt warst du da? Also, meine Mutter hat gesagt, 2,5. Ja, eben. Ja. Da kann ja gar nichts anderes werden aus einem jungen Kind, als Skirennläufer. Meine Mutter ist mit mir raufgegangen auf einen Hügel und hat sie gesagt, dann hat sie einen Skilehrer gesehen. Und hat sie gefragt, würdest du meinen Sohn da runterlassen? Ja, hat er gesagt, der soll herkommen. Und dann bin ich gefahren und hat gesagt, der braucht keinen Skilehrer mehr. Der hat das quasi ein Naturtalent. Ja. Eventuell, ja. Wir werden natürlich im Laufe der Sendung noch auf deine ganzen Erfolge zurückkommen. Auch da, du bist zu bescheiden. Du sagst immer, du bist kein Held. Für die Österreicherinnen und Österreicher warst du aber einer. Also du erinnerst dich vielleicht noch, Birgit, natürlich, an diese Zeit, ja, wo ja, Karl Schanz zurückkam und gefeiert wurde von 100.000. Ja, natürlich kann ich mich erinnern. Obwohl ich sehr unsportlich bin, außer, ich habe schon Tennis gelernt, aber mein Mann war so gemeint, er hat gesagt, du bist beweglich wie der Bahnschranken von Dreiskirchen. Und dann habe ich, das war natürlich nur der Neid. Ja. Aber jetzt radel ich jeden Tag, das beauftragt vom Fitness, 20 Minuten außer einem Tag, da darf ich nicht. Aha. Ein Tag muss aufhören. Also 6 Tage radle ich 20 bis 22 Minuten. Also ich bin schon richtig sportiv geworden in dem Alter. Sehr gut. Jetzt sagst du selber. Deswegen habe ich toi, toi, toi nie Schmerzen. Mhm. Ich darf nicht sagen, dass ich noch nie Kreuzschmerzen gehabt habe. Sonst prügelt man mich. Du, und wie alt warst du, als du wusstest, du möchtest Sängerin werden? 4. 4? Ab 4. Dem 4. Lebensjahr. Ich habe immer alles nachgesungen vom Radio, die ganzen Melodien, Schlager. Ja. Und wenn man mich gefragt hat, was ich werden will, habe ich gesagt, Sängerin. Natürlich. Habe mich damals auf einen Sessel gestellt, das muss ich nicht mehr. Und habe gesungen. Ja. Du kannst. Ich wusste zwar nicht genau, was das so ist, aber ich war schon mit 14 im Konservatorium, habe mit 6 Jahren Klavierspielen begonnen und ich war so eifrig. Ich musste die Matura machen, leider. Meine Mutter hat dann jahrelang gesagt, ich kann mir nicht verzeihen, dass ich dich gezwungen habe zu lernen. Aber gut, es war immer so. Ich habe gelernt. Man lernt ja nicht umsonst. Und ich wollte so rasch wie möglich auf die Bühne, dass ich Geld verdiene. Du, und aufgewachsen bist du bei der Großmutter? Aufgewachsen. Aber samstags, jeden Tag ist meine Mutter am Abend gekommen. Und Samstag, Sonntag war ich mit meiner Mutti.
Okay, ja. Weil Florian, ich hätte deine Oma hätte ich ja kennengelernt. Hat aber einen Grund. Ja. Magst du das erzählen, was sie gesagt hat? Es sind beide Großmütter. Ich habe beide Großmütter sind vorausgegangen in den letzten Monat den Weg, den wir dann alle gehen müssen. Und was hat die eine Oma gesagt? Ich soll bei dir in der Sendung sein, weil sie schaut jeden Tag die Sendung. Hat mich so geehrt. Ist das nicht lieb? Warum ich nicht bei dir bin. Um 20.15 Uhr ist so spät manchmal. Weil ich könnte am Nachmittag zu ihr kommen, wenn ich bei dir wäre. Jetzt ist ihr Wunsch in Erfüllung gegangen. So ist es. Und jetzt schaut sie uns von oben zu. Ja. Ja? Schaut sie uns von oben zu. Also das ist wie gesagt, es ehrt mich sehr, sowas. Ja. Also ja. Den schön. Deswegen habe ich dir erzählt, ich wollte dich nicht belasten, sondern eigentlich ja, das Schöne betonen. Vincent, wann wusstest du denn, wie dein Weg weitergehen soll? Wusstest du auch so wie die Birgit mit 4 Jahren, ich werde Sänger? Ich war ein sehr, sehr großer, kleiner Fan von Michael Jackson damals. Und meine Mutter hat mir, wie ich 4 Jahre alt war, hat mir so ein Kostüm von Michael Jackson selbst genäht. Und ich war immer dieser Springinkerl. Wirklich, ich habe so viel Energie gehabt. Und irgendwie, ich weiß auch gar nicht, wie das alles passiert ist, dass ich jetzt zu dieser großen Bühne, zum Eurovision Song Contest gekommen bin. Aber ich habe immer, wie ihr schon vorhin gesagt habt, die Materie ist es wirklich immer gewesen, dass dieses Feuer und diese Leidenschaft immer in uns war. Und dieses Berühmtsein kommt oder kommt nicht. Das macht ja auch was sehr viel mit dem Ego. Das ist immer so ein Ego-Check. Bin ich jetzt berühmt, bin ich jetzt nicht berühmt? Das ist ja eigentlich sowas von egal. Mhm. Ich habe immer gewusst, ich habe sehr viel Energie der Menschheit zu geben. Ob das jetzt Singen, Tanzen oder Schauspielen ist. Ich bin erst sehr spät, also mit 16 Jahren, ins Konservatorium gekommen. Ich kannte das Theater gar nicht. Ich habe die Theaterwelt überhaupt noch nicht gekannt. Wieso nicht? Weil ich wurde nicht so erzogen. Also meine Eltern sind aus den Philippinen. Mhm. Nicht, dass sie nicht ins Theater gegangen sind oder so, sondern wir waren, sagen wir so, eine Familie, die sehr in der philippinischen Community sehr aktiv war. Und dann hat mir gesagt, okay, mit 16, du kannst doch spielen, du bist so ein talentierter Junge. Warum versuchst du es nicht im Konservatorium, im Musical, also musikalisches Unterhaltungstheater, das man jetzt MUK nennt, also das ist jetzt das MUK. Und ja, dann bin ich in diese Welt gekommen und habe mich wirklich regelrecht in diese Theaterwelt verliebt und hatte immer diesen Widerspruch, Popwelt, Theaterwelt, die vertragen sich nicht, die zwei Welten. Aber es ist alles okay. Ich bin das lebende Beispiel von... Aber es ist so spannend irgendwie, weil es bei jedem ja so wahnsinnig früh begonnen hat. Und ich glaube auch als Künstler oder in jeder Profession oder als Sportler oder Schauspielerin, ich finde, sowas passiert, das sucht man sich nicht aus. Yes, diese Gabe passiert, die hat man. Irgendwann einmal spürt man, dass man ein Talent hat fürs Skifahren, für den Sport, für den Gesang, für das Schauspiel. Das ist etwas, was passiert. Wenn man so jung ist, sagt man nicht, also ich suche mir jetzt aus und dann überlegt man so ganz genauso. Das passiert. Wenn mich auch Leute fragen, ich weiß nicht, soll ich jetzt Sänger werden, sage ich nein. Weil wenn ich mir diese Frage jetzt stelle, dann hat das nicht diese Leidenschaft, diese unbedingte... Aber oft ist es so, dass man davon träumt und dann sagen halt die Eltern, ich weiß nicht, Florian, wie das bei dir war, aber lern was gescheit. Glück. Das sagen sie immer. Ich hatte Glück. Das sagen sie immer. Ich sag's nur. Ja, und? So what, ja. Da muss man die Ärmel aufkrempeln und sagen, okay, jetzt gerade. Ja. Und wenn man es dann nicht schafft, dann weiß man, gut, was halt soll halt nicht sein. Und also, was ist gescheit? Ich würde es ja nicht sagen. Ich denke mal, es ist genau das Gleiche wie bei dir. Handwerk. Je größer die Schwierigkeiten, desto größer die Challenge, desto tiefer wächst auch der Wunsch. Weil ich meine, ein großer Baum hat ganz tiefe Wurzeln. Anders geht's nicht. Also... Das ist schon, man sollte sich eigentlich sogar freuen, wenn man Schwierigkeiten bekommt, weil dann kann man noch größer wachsen. Mhm. Gut, das ist jetzt ein Bild aus dem Buddhismus, aber ich denke, das kann man gut aufs gesamte Leben übertragen. Florian, wie war das bei dir? Also was hätte dein Papa gewollt oder die Mama? Kein Gegenwind. wohl Bedenken, also auch in meinem Sinne, was ist, wenn nicht und so, aber Unterstützung. Und wenn es nichts geworden wäre, wäre ich mit Unterstützung wahrscheinlich woanders hingegangen. Es war klar, dass was wird draus aus dir, aus deiner Begabung. Aber was wenn nicht? Was wenn, weil du hättest zum Beispiel zwar die Begabung haben können, aber nicht der Typ sein, der gerade verlangt. Nicht das Glück haben, was auch immer. Glück, ich habe mich das, selbst als ich schon im Beruf war, ein paar Jahre, finde ich das trotzdem hin und wieder ganz
ich soll mal sagen, ganz, ganz dienlich, sich zu fragen, was ist, wenn nicht. Genau. Also kann ich in diesem Beruf glücklich sein und nicht verbittern, selbst wenn ich nicht die Hauptrollen spiele. Mhm. Das kann ich. Davon bin ich überzeugt, sonst würde ich es nicht machen. Sozusagen. Das wäre ein Drahtseilakt, der sofort heißt, weil man kann als erfolgreichster Schauspieler eines Theaters genau deswegen nicht verlängert werden, weil ein neuer Direktor kommt und ein neues Gesicht. Also das hat nichts damit zu tun, ob man besonders beliebt oder gut oder schlecht ist, was immer das auch ist. Es gibt eine Würde auch in jeder Rolle. Und ob das jetzt Philipp Seymour Hoffman ist, im Amerikanischen heißt es Supporting Actor, das hat sozusagen einen schöneren Anklang als Nebenrolle. Und es, man sagt so leicht, es gibt keine kleinen Rollen, es gibt nur kleine Schauspieler. Ja. Es gibt kleine Rollen. Aus denen kann man auch das Beste rausholen. Ne? Man muss ja fast. Ja, ne? Ja. Ja, wir sagen auch immer zum Beispiel, es gibt keine kleinen Rollen, es gibt vielleicht kurze Rollen bei uns in der Oper. Ja. Aber ich habe ja auch mit der kürzesten Rolle der Opernliteratur überhaupt eine Karriere gemacht. Genau, was nur war das? Was hast du da? Ja, sag. Das war Werther, die große Premiere, wo Elina Garancia ihren internationalen Durchbruch gehabt hat an der Wiener Staatsoper. Ja. Und ich hatte nur ein Wort zu singen. Klopstock. Das ist das Klopstocksche Versmaß, das ist ein Dichter. Und ich hatte die Rolle des Brühlmann. Und der geht nur über die Bühne und sagt Klopstock. Und ich habe das geübt und geprobt mit Philipp Jordan, der übrigens jetzt der neue GMD der Wiener Staatsoper ist. So schließt sich der Kreis. Und er hat damals gesagt, Clemens, du musst Klopstock. Und du musst das so betonen. Ich habe mein Bestes gegeben, habe Klopstock gemacht. Und dann hat der damalige Direktor gesagt, ja, also diese Unterreiner kann diese Klopstock. hat mir einen Vertrag gegeben, weil er mich geglaubt hat. Und da habe ich eben auch mir gedacht, es gibt eben keine kleinen Rollen. Vielleicht kurz, aber auch mit diesen Supporting Acts. Es ist ja das größere Ganze wichtig, die ganze Vorstellung. Und ich sage auch immer, je besser meine Kollegen, umso lieber habe ich sie. Und das ist doch toll, dieses Gesamte. Und da hat sich das eben so entwickelt. Anja, es ist viel schwerer, finde ich, in einem kurzen Moment zu glänzen, mit wenig Material, da was hinzulegen, wo die Leute sagen, wow, oh, schade, dass vorbei ist, als wenn du die Möglichkeit hast, den ganzen Abend deine große Rolle zu gestalten. Und das ist, ob du singst, spielst oder tanzt, finde ich keinen Unterschied. Vor allem bei diesem Klopstock, wenn sich da, das ist ja fast, wenn sie da irrst und dann... Ja, wenn du den einen Versuch hast. Wenn du hast voll überlegen kannst, ist deine Rolle schon vorbei. Ja, genau, ist schon vorbei. Da irrst, so schnell geht. Der Schweizer schießt, das gibt keine Methode. Ich habe zum Beispiel... Der Schießer schwitzt. Ich habe zum Beispiel mit so Nebenrollen immer dieses, ich wurde mit 16 Jahren im Konservatorium quasi mit der Realität getauft. Du bist Filipino, du bist hauptsächlich eine Nebenrolle. Let's face it. Weil du nicht wirklich, du bist kein blonder, sie haben mir das nicht so ins Gesicht gesagt, aber es war gut eigentlich, dass sie mir das konfrontiert haben, dass sie gesagt haben, hey, es wird nicht so leicht sein, aber du wirst mit deiner Energie sicher das Theater füllen, ja? Genau. Und deinen Sinn und deinen Purpose finden. Mhm. Aber ich habe immer mit diesem Kämpfen, ich habe immer ein bisschen mehr gekämpft als andere Kollegen von mir, was okay ist. Das hat mich irgendwie anders geformt, dass ich jetzt vielleicht einen anderen Weg zur Bühne gefunden habe. Und deswegen tun wir uns so schwer mit Leuten, die ein Kästchen-Denken brauchen, um dich in eine Kategorie zu werfen. Es ist sehr, sehr schwer. Aber was ihr alle habt, und das hat ganz bestimmt, also überall ist das so, bei den Sängerinnen und Sängern, aber im Sport, die Disziplin. Also Karl, ist dir das leicht gefallen über all die Jahre? Oder war man damals noch nicht so diszipliniert? Weil jetzt ist das ja, jetzt kommt ja so viel dazu, mentales Training und Coaching und ich weiß nicht was. Das ist übertrieben jetzt. Ja. Aber aus meiner Sicht logischerweise. Aber du musstest immer konzentriert sein, dass du etwas erreichst. Mhm. Und das Erreichen war mein Ziel. Also ich wollte Rennfahrer werden, aber wie wird das? Wie erreichst du das? Mhm. Und systematisch durch Siegen, durch Training, viel Training, mehr als die anderen. Das ist dann aber die Disziplin. Ja, das ist man so immer ein bisschen mehr gibt und noch alles aus sich rausholt. Man muss immer trainieren, wenn die anderen aufhören mit dem Training. Mhm. Das habe ich einige Male gemacht und dann haben sie mir nachgemacht.
Ja, was klar, man so hört ja von den ganz Großen, ja, die haben trainiert ohne Ende. Dein Vater, was hat er beruflich gemacht? Eisenbahner. Weil du zuerst gesagt hast, ich glaube, du warst, dass der gesagt hat, was ist ein gescheiter Beruf, ne? Ja. Aber ich wollte nie Eisenbahner werden. Ja. Aber in St. Anton, was kannst du werden? Bei uns Skilehrer, Maurer, weil die Häuser gebaut werden. Gastronom, ne? Gastronom sowieso. Ja. Und dann ist es vorbei. Mhm. Ne, dann kann man schon noch Arzt oder Anwalt oder Gott, Bäcker. Das war alles schon besetzt. Das war alles schon besetzt. Und wenn man das dann hat, Talent und Glück, Anja, dann kommt ja der Druck. Man hat ja auch einem gewissen Ideal zu entsprechen. Und gerade bei dir, du bist wahnsinnig schlank, du siehst super aus, aber auch das ist Disziplin und Arbeit. Zumindest war es einmal nicht, auch. Nicht in first place, aber schon. Ich meine, inzwischen lehne ich mich etwas zurück und bin entspannter, weil ich drehe keine Nacktszenen mehr vor der Kamera in meinem Alter. Also glaube ich nicht jedenfalls. Und ich werde jetzt nicht schlampig werden, aber es ist nicht mehr so, dass ich sage, ich muss jetzt um jedes Gramm kämpfen. Und aber es war einmal so? Es war einmal so, ich habe jeden Tag eine Stunde trainiert, ob das Ballett war oder Pilates oder Krafttraining, alles gemacht, nur damit ich super top in Form war. Und punkto Essen? Und Essen, ja, ich gebe zu, dass es Jahre gegeben hat, wo ich wirklich, also gehungert habe ich nicht, aber ich habe wirklich mich sehr kasteit. Naja, aber es ist schon so ein bisschen extrem. Das passt ja wieder zu dir. Du bist ja auch so ein Extremmensch. Ich weiß jetzt nicht, ob in allen Dingen, aber zumindest, was den Sport anbelangt und das, Hobbys. Als ich noch Zeit hatte für Sport, ja, das stimmt. Was machst du an Extremsport? Naja, also ich glaube, das Fallschirmspringen ist das Motorradfahren. Das sind die Sachen, glaube ich, die interessieren, die gefährlich sind. Ne? Mhm. Ich habe doch gar nicht. Nee, aber Theater spielen ist auch gefährlich. Ja. Also da will ich hin, sozusagen ein Premierenabend ist in der Form der Aufregung und sozusagen des aufs Spiel setzens nicht viel anders. Also da ist der 20. Fallschirmsprung dann schon langweiliger. Naja, aber darfst du das? Manchmal, ja. Aber ich kann verstehen, dass eine Produktionsfirma oder eine Versicherung, sagen wir so, die Versicherung einer Produktionsfirma Wert darauf legt, dass Skifahren. Ja, dass gewisse Dinge nicht gemacht werden, weil das wird sehr Skifahren teuer. Skifahren darf man nicht. Ja. Also in dem Fall ist es auch gar nicht schwierig, weil das ist die Verantwortung, die ich selber habe für ein ganzes Team. Das ist jetzt, wo ich sage, wenn ich mir jetzt den Haxen breche, weil ich bilde mir ein, an dem Sonntag unbedingt Skifahren gehen zu müssen, dann bringt das für alle, glaube ich, große Schwierigkeiten. Ja. Da fällt es mir leicht. Was hat der Clemens für Hobbys? Sportliche oder generell? Ja, generell. Ja, Reisen, obwohl ich reise auch beruflich sehr viel, aber das Schöne ist, wenn man dann einfach wirklich so ins Blaue reisen kann. Das mache ich einfach gerne, einfach zu andere Länder kennenzulernen. Wenn man einem Gastspiel ist oder wenn man ein Konzert oder Vorstellung hat, da geht man wirklich von der Probe kurz nach Hause und wieder nur zur Probe, nur zur Vorstellung. Man lernt überhaupt nichts kennen. Früher natürlich viel mehr Sport gemacht. Also ich bin geritten, ich habe Tennis gespielt, Skifahren natürlich, das ist klar, mache ich nach wie vor, aber viel weniger. Weil es natürlich auch für den Gesang so eine Geschichte ist, nicht? Also alles, was so auspowert und gerade auch die Kälte zum Beispiel, das ist jetzt nicht wirklich förderlich. Man kann sich das aber einteilen einfach, nicht? In der Zeit, wo man jetzt keine Vorstellungen hat, dann soll man rausgehen. Das ist ja auch ganz wichtig für den Körper, für den Geist, für die Seele. Aber ich bin jetzt kein fanatischer Sportler, der glaub, ohne Sport nicht leben kann. Ich bin auch sehr gemütlich. Du sagst Reisen, ich glaube, am weitesten gereist ist die Birgit. Ne? Du hast die Welt des Öfteren umrundet. Ja. Sehr oft. Vor welchen Königen hast du gesungen? Na, ich habe vor dem Schah von Persien, was kann ich dir sagen? Schah von Persien, der hat den Sadat gehabt als Staatsgast. Ja. Und ich habe in der Rudolke Hall, hat das geheißen, das ist eine Kopie von der Wiener Staatsoper gewesen. Also es gibt es noch, es ist jetzt ein Gewerkschaftshaus, jetzt in Iran. Ja, gut, das war der Staatsbesuch. Ich habe dort geprobt, 4 Wochen. Dann war ich 6 Wochen eben in Teheran, aber ich habe alles gesehen. Shiraz, Isfahan, Persepolis. Freue mich, dass ich es noch gesehen habe. Ja. Und dann etwas ganz Lustiges, ich war... Vor allem, ich habe ja 140 Kreuzfahrten als Stargast gemacht und 1000 Konzerte auf der Donau. Neben, also dann, wie ich nicht mehr unglaublich, ja. Hab. Ja, das vor allem meine Stimme, das ausgehalten. Du musst ja schon 160 Jahre alt sein, das geht sich ja nie aus.
Genau, genau. Ich habe aber manches Mal zwei Konzerte am Tag. Wahnsinn. Nein, du warst schon, Man muss schon sagen, ich meine, du hast reich geheiratet, ne, kann man sagen. Also dein letzter Mann war Waschmitt. Mein erster Mann war auch. Auch reich? Ich weiß nur, der letzte war der Waschmitt. Mein erster Mann war F.A. Zylinderschlösser. Ja. War mein erster Mann, mein zweiter Mann, ja. Und dann war ich ja mit Herrn Staus zusammen, aber den habe ich ja eher aufgebaut, das muss ich sagen. Ja, und jetzt bin ich sehr, sehr glücklich, aber es ist kein sozialer Fall. Nein. Aber verliebt oder war es auch? Verliebt? Ja, schon etliche Jahre. Und dann streiten wir wieder. Aber ich habe eh immer recht. Ich habe ihm einfach gesagt, was soll ich mit dir streiten? Ich habe doch sowieso recht. War demoralisierend für ihn. Okay. Nein, aber es ist so, ich bin ja wirklich eine Arbeitskatze. Man kann sich nicht vorstellen, wie viel ich arbeite. Okay. Kein Urlaub, kein Samstag, kein Sonntag, nichts. Und ich habe so viele Berufe. Man glaubt immer, ich sitze nur in der Badewanne und überlege. Das hast du einmal erzählt. Du liegst gerne in der Badewanne. Hast du mal erzählt? Ich kann nicht in der Badewanne liegen, weil ich habe so eine riesengroße. Nein, aber ich habe so viele Berufe, die mich ausfüllen. Aber Beziehungen sind schwierig, glaube ich. Ja. Also bis auf den Karl, der schon seit gefühlten 100 Jahren verheiratet ist. Ich meine, für einen Mann ist es leichter. Ja, naja, aber ja, auch aber eine. Trotzdem. Wir müssen uns auch bekennen zur Heirat. Genau, und auch füreinander dabei bleiben. Genau, füreinander da zu sein. Und wie lange seid ihr schon verheiratet? 40 Jahre. 40 Jahre, ja. Ja, aber ich habe spät geheiratet. Wann hast du wie alt warst du, wieder geheiratet? Das will ich gar nicht sagen. Braucht man nur zugerechnet. Aber es ist oft gut, wenn die Männer später heiraten, weil dann sind sie zumindest sicher. Gut. Das ist ja. Ja, das passt bei uns sehr gut. Genau. Und jetzt kommen wir ein bisschen, weil ich habe auch angekündigt am Anfang, ich habe euch ein bisschen beschrieben, habe gesagt, bei dir waren nicht immer nur Triumphe und die sportlichen, wenn ich jetzt anfange zu erklären und aufzulisten, die ganzen Siege, dann würde ich noch morgen in der Früh weiterreden. Es waren auch Schicksalsschläge dabei und zwei sind mir so in Erinnerung geblieben, das abgebrannte Haus, da war dein Vater. Auf alle Fälle, ja. Da warst du noch... 8 Jahre. 8 Jahre alt, das muss man sich mal vorstellen. Habt ihr das gewusst? Ja, aber das Schlimmste war meine Schießern dort mitverbracht. Ja, mein Gott. Und das war eine Zeit, die war jetzt nicht so... 46. War, ja, eben, das war nicht so einfach. Na, vor allem Nachkriegszeit das und so. Das war schwer. Und, ja. Und aufgebaut wieder, glaube ich, dein Papa. Gell, das auf alle weißt, Fälle, ja. Dafür ist er früh gestorben. Das ist der nächste mit 49 Jahren. Ja, genau, richtig. Entsetzlich. Ja. Und ein weiterer, wirklich, also ich glaube, das ist etwas, was Vincent vielleicht ganz gut nachvollziehen kann. Also ich glaube, es ist, wenn man halt Kinder hat, dann ist das, was dir auch widerfahren ist mit deiner Tochter, dann ist das etwas wirklich, wirklich Schlimmes. Deine Tochter Anna, ich glaube, dieser starke Karl, gell, mit der dicken Haut, da hat man das erste Mal bemerkt, dass du das ein bisschen, dass du auch Schwäche zeigen kannst, oder? Natürlich, klar. Das war schon Schicksal. Mhm. Aber sie ist wieder gesund. Was hat sie gehabt? Oder was Blutkrankheit. Mhm. Und das war vor wie vielen Jahren? Ungefähr 20 Jahre. Mhm. Da merkt man dann schon, gell, als Eltern. Das war sehr schlimm, ja. Also, da ist alles andere Nebensache. Klar. Aber sie hat, glaube ich, wahrscheinlich hat sie dann von dir diese Stärke geerbt bekommen. Ja. Ich schaffe das, ich mache das, lass mich nicht unterkriegen, weil nicht jeder schafft Krankheiten dieser Art. Ja. Also viele geben sich ja auch auf. Ne? Nein, oder auch die Eltern, die dann dran zerbrechen könnten. Ne? Das war schon gut. Es sagt ja, ihr habt ja alle keine Kinder. Ne? Vincent schon. Ja, und du hast auch einen ziemlich schlimmen Schicksalsschlag erlitten mit eurer Tochter. Ja, das war meine zweite Tochter. Ich bin jetzt schon diesen kommenden August dann schon fast 9 Jahre. Also darum muss ich das noch nachholen, was... Der Karl schon erreicht hat mit genau, 40 Ehejahren. Ich bin 9 Jahre dann mit meiner Frau verheiratet. Ja. Und ja, wir haben 2 wunderschöne Töchter. Meine zweite Tochter, also okay, wir haben eigentlich 3. Ich sage immer, wir haben eigentlich 3. Ich auch.
Gell? Drei Töchter. Ja, und ich weiß nicht, wie das mit den Burschen geht. Also ich kriege das nicht hin. jedenfalls meine zweite Tochter, ja, das war wirklich eine sehr, sehr schwere Zeit für meine Frau und für mich. Quasi so im sechsten Monat sind wir dann zum Frauenarzt gegangen und hat sich das Baby angeschaut und dann hat er gesagt, ja, okay, müsst unbedingt zum AKH, zu den Spezialisten, da ist irgendwas faul. Soll faul sein. Wir sind hin und sagt uns der Arzt, ja, hier sind die Papiere, könnt wann immer ihr wollt die Schwangerschaft beenden. So, was ist denn los? Was ist denn los? Ja, ihr Kind hat Anisephalie, das heißt, das hat keine Schädeldecke entwickelt. Wow. Und es wird sterben. Entweder im Mutterleib oder gleich nach der Geburt. Und wir so, okay, wow. Wir haben natürlich gesagt, nein, wir werden nichts unterschreiben. Bitte lasst uns kurz mal verdauen. Und das war von dem Zeitpunkt an, war wie du schon sagst, es war alles egal. Auf einmal die ganze Karriere war so, was hat das schon zu bedeuten? Und ja, ich habe meiner Frau gesagt, Schatz, du bist meine höchste Priorität, wenn du willst, dann treiben wir ab. Und wenn du sagst, wir ziehen das durch, dann ziehe ich das mit dir durch. Und deswegen hat sie einfach den größten Respekt vor mir. Sie hat gesagt, dieses Baby ist schon da, es hat einen Herzschlag und das ist für mich mein Baby. Und wenn es so zur Welt kommt, dann wird es auch so die Welt verlassen. Deswegen werde ich es durchziehen mit dir. Und das haben wir auch getan. Und jetzt liegt die Kleine, also die Kleine ist dann rausgekommen und dann hatte sie wirklich, es war wirklich so ein Moment, kennst du das, wenn jemand stirbt oder wenn jemand geboren wird, das ist so dieser heilige Moment irgendwie, diese Aura im Raum, wo ihr nicht wisst, woher kommt das, ja. Und dann war sie da und wir hatten das Gefühl, sie hat nicht nach Luft geschnappt oder gar nicht irgendwie gelitten, sondern sie war einfach nur da und hat uns angeschaut. Und für mich war das gleich das Zeichen, okay, ich nehme sie in den Arm. Und meine Frau gerade vor 2 Minuten so geschrien vor Schmerz und gleich danach ein Ständchen für sie gesungen. Ich denke mir so, wow, viel zu viel für mein Herz zu ertragen. Ja. Aber habe ich mir gedacht, okay, diese Momente sind so wichtig für einen selbst. Das war unsere Entscheidung. Deswegen respektiere ich alle Eltern, die das nicht schaffen. Jeder soll entscheiden, wie er will und wie sie können. Aber wir wollten für uns das tun und das wird uns keiner mehr wegnehmen. Und wir haben einen Engel da oben. Und wie lange hat sie dann gelebt? 90 Minuten. 90 Minuten gelebt. Sie ist dann immer kälter geworden. Und wie gesagt, ich glaube, beides ist ein Schock. Also wenn man abtreibt und dann das tote Kind sieht, oder dann quasi das Kind lebend sieht und dann langsam es stirbt. Ja. Für mich war es eine wunderschöne Begegnung mit einem wunderschönen Engel. Ja. Also das kann mir keiner wegnehmen. Aber der Glaube hat dir auch sehr viel Kraft gegeben, ne? Ja, das war... Also du bist ein sehr gläubiger Mensch, nicht? Das weiß man von dir auch nicht, dass du so... Also für mich war das irgendwie selbstverständlich, dass sie ein Mensch ist. Also dass das ein... Dass sie mein Fleisch und Blut ist. Und ja, also ich mein Glaube, ich war ja eine Zeit lang Agnostiker, weil ich gesagt habe, okay, warum sollte ich an ein Ding glauben, wenn es so viele verschiedene Meinungen gibt und ich habe viel zu viel Respekt vor der Aussage, ja, es gibt nur diese eine Wahrheit. Wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin dann wirklich zu diesem christlichen Glauben gekommen und ja. Aber was bei dir, was jetzt auch viele junge Menschen, die Sendung sehen, und es schauen auch sehr viele junge Menschen, oh, danke schön, dass man es dann trotzdem mit eigenem Wollen und doch mit dem Glauben auch in deinem Fall oder mit wieder schaffen kann. Weil der Glaube, und deswegen gebe ich jetzt den Ball weiter zu Anja, ist ja auch in deinem Leben sehr interessant, nämlich der buddhistische Glaube. Du bist Buddhistin, Praktizierende. Ja. Wann bist du zum Buddhismus gekommen? Das war, ein langer Weg, eine lange Suche. Ein Weg über das Lesen von Hermann Hesse, über esoterische Schriften, bis verschiedene Schulen des Buddhismus, bis ich dann endlich wo hängen geblieben bin. Bei einer Laienorganisation, die
Buddhismus einfach lebt auch im Alltag. Gut, wir chanten ein Mantra, das ist das eine. Was ist das? Mantra ist in dem Fall, unser Mantra heißt Namyoho Renge Kyo. Mhm. Das bedeutet, ich bin eins mit dem Gesetz des Universums. Wir sind alle miteinander verbunden und das ist sozusagen mein Glaube. Trotzdem stehen wir mit all dem mitten im Leben. Es gehört kein Tempel dazu, es gehört keine Obrigkeit dazu. Und das, was mich immer gestört hat, weil in dem Fall, zum Beispiel eben, wie du erzählt hast, ein Kind stirbt, ich hätte das nie zusammengebracht mit meinem christlichen Glauben. Immer zu sagen, ja, wieso macht denn da der da oder wie auch immer das heißt. Mhm. In dem Verständnis zu sagen, dass das alles mit unserem eigenen Leben zu tun hat, dass wir alle die Schöpfer der Situation sind, dass es Wirkungen sind auf Ursachen, die wir irgendwann mal gesetzt haben. Nicht nur jetzt in dem Falle als Eltern, sondern auch in dem Falle des kleinen Kindes, was sich entschlossen hat zu sagen, ich brauche nur diese kurze Zeitspanne, schön, weil ich gehe weiter. Mehr habe ich jetzt nicht gebraucht. Ich habe mir die zwei ausgesucht, um eine Erfahrung zu machen. Und jetzt werde ich mich wieder in den großen Teich des Allgemeinen verschüssen, um dann wiederzukommen und ein neues Leben zu haben. Und das macht vieles leichter. Und ich habe wirklich, ich glaube, ohne meinen Glauben hätte ich viele Schwierigkeiten überhaupt nicht überstanden. Dann hätte ich ständig gekämpft und gesagt, ja, wieso passiert mir das jetzt gerade und warum gerade ich? Ich weiß, es gehört zum Leben dazu. Und je größer die Schwierigkeiten, was ich eben sagte, desto mehr kannst du wachsen. Aber kann man sagen, dass du jetzt sozusagen angekommen bist? Ich bin ziemlich angekommen. Ich meine, es ist immer ein Weg. Das oberste Ziel heißt so, dass wir unsere eigene Buddhaschaft etablieren in uns. Heißt nicht eine Buddha-Natur in einem fernen Land, sondern jetzt hier in diesem Leben mit dem glücklich zu sein, was wir haben, ohne dass Umstände erfüllt werden. Ohne dass ich jetzt was Tolles habe, eine tolle Rolle, einen tollen Mann, Geld und so weiter, sondern einfach diese Zufriedenheit zu haben. Und das ist ein ständiger Weg. Wieso hast du dich entschieden, nach Österreich zu kommen? Weil das war ja dann doch eine Zeit, die jetzt nicht so einfach ist. Ich habe immer eine große Liebe zu Österreich gehabt. Und ich war immer mal, ich war ja auch ein paar Jahre in Wien in den 80ern. Es war immer so eine heimliche Liebe. Und dann hat mich das Leben woanders hingetragen, um andere Erfahrungen zu machen. Und jetzt habe ich mir gedacht, also eigentlich, ich glaube, das Kapitel Südfrankreich ist einfach abgeschlossen. Und das Kapitel Männer? Das Kapitel Männer. Weil du zuerst gesagt hast, ja, ich liebe. Ja, das ist noch nicht abgeschlossen. Nein, ganz sicher nicht. Es hat einmal die letzten Jahre eine längere Pause gebraucht. Mhm. Das war gut so. Okay. Weil gewisse Erfahrungen muss man auch erst verdauen. Wie hat das dem Karl gefallen, dieser buddhistische Ansatz? Und wir sind alle eins. Ich bin erzogen worden als von fünf Kindern, wir alle sind sehr christlich gewesen. Aber in diesen Schicksalsschlägen, in den privaten oder auch beruflich, ich meine diese beiden Olympia-Dinge, wie ich das sage, hatte das sehr, sehr, also hast du daran, wie soll ich sagen, gelitten, war das sehr schmerzvoll? Daran bin ich gewachsen. Logisch war es schmerzvoll, aber ich war immer so, wenn ich verloren habe, hast dich wieder aufgerichtet. Musst du dich aufraffen. Ja. Das ist nicht vorbei. Mhm. Es geht immer weiter. Und ja, ich bin in Ordnung in dem Fall. Aber es ist ja oft so, man ist die Königin der Herzen, man ist der Sieger der Herzen. Du bist ja trotzdem, also für uns hast du zwei olympisch Gold nach Hause gebracht. Herauf. Ja. Ja, beschissen haben sie mich. Naja. Beschissen haben sie mich. In Frankreich zuerst. Ja. Logischerweise, in Japan, da haben sie es. Gott sei Dank bist du nicht mehr in Frankreich. Na, da haben sie es gestohlen, die Goldmedaillen. Ja. Da war ich schon Olympiasieger. Und dann haben sie gesagt, na, du hast ein Tor raus. Ja. Und ich durfte noch einmal fahren und habe das gewonnen. Ja, dann haben sie eine französische Jury. Hat dann entschieden, ne? Hat entschieden. 3-2 oder so.
Aber schau, wie viele Olympiasieger hat man sich gemerkt? Nicht so viele, aber die Geschichte kennt jeder. Ne? Das merkt man sich. Ja, ja. Wird es dem Florian gefallen mit dem Buddhismus, dass du so... Gut. Ja? Wie handhabst du das? Ich finde, es ist eine Frage des Bedürfnisses. Also wonach habe ich als Mensch ein Bedürfnis? Wenn ich antworten will auf Sachen, manche wollen antworten, manche nicht. Und ich finde, so Religion und Glaube ist so persönlich wie Körperpflege, wenn man das so sagen will. Also woran jemand wirklich glaubt, ich glaube, es ist auch... Seine eigene Sache, ne? Ja, auch im katholischen, also in jedem Glauben, glaube ich, gibt es ganz differenzierte. Sie reden alle vom selben, aber das ist wie... Wenn man rund um den Elefanten steht und jeder beschreibt seinen Teil, das hört sich an, als wäre es nicht dasselbe Tier, aber es ist dasselbe Tier. Das hast du schön gesagt im Vergleich. Mhm. Wie ist denn das so im Privaten? Ist es einfach, mit einem Florian Deichtmeister zusammen zu sein? Das weiß ich nicht. Es ist schon nicht also, einfach, ja. In ihm zu wohnen, ist schon schwierig genug. Das ist sicher, also ich denke, abgesehen von den normalen Anforderungen, die bei uns anders sind, Arbeitszeiten, keine planbaren Urlaube, Wochenende gibt es nicht, also das ist sehr schwer. Abgesehen von dem anderen Wahnsinn ist das, glaube ich, einer der höchsten Anforderungen. Wenn die Welt zur Ruhe kommt, fangen wir am Theater an zu arbeiten. Mhm. Und es ist manchmal sehr schwierig zu erklären, dass es nicht in Ordnung ist, moralisch uns zu verurteilen, weil ich bis 11 Uhr schlafe. Mhm. Ich habe halt nicht um 6 Uhr Büro aus, sondern um 23 Uhr. Und es ist oder noch später. Später ja, vielleicht manchmal ist es schwierig. Und dann bis man nach Hause kommt, abschminkt. Und also ja, dann kommt der Filmdreh, da muss ich um 4 Uhr in der Früh aufstehen. Ja. Am anderen Tag so, das ist schwierig und es ist auch für mich, ich sage mal für euch, wahrscheinlich für uns alle, nicht einfach. Und dann noch sozusagen moralisch verurteilt zu werden, als würde man einfach faul sein, das ist manchmal nicht ganz so einfach. Deswegen sind ja oft diese Künstlerpaare, also dass man ja dann ein Schauspieler, die Schauspielerin oder Opernsänger oder Opernsängerin und Dirigent, also diese Paarungen hat man ja des Öfteren. Oder der Partner oder die Partnerin ist Manager. Hat man ja auch manchmal. Ne? Ist aber keine Garantie. Was ist schon eine Garantie? Was ist schon eine Garantie? Ja, wie macht das der Clemens? Ja, dieses sich erklären müssen ist wirklich sehr lästig, muss ich auch sagen. Mhm. Weil ich fange ja auch nicht darüber zu diskutieren, an welcher andere Beruf wie zu leben hat. Wir wissen schon selbst ganz genau, wie wir funktionieren. Ich habe auch sehr viele Spitzensportler in meinem Freundeskreis. Wir funktionieren alle wunderbar. Wir trainieren eigentlich jeder täglich unsere Körper. Wir müssen zu bestimmten Uhrzeiten unsere Spitzenleistungen abrufen können. Mhm. Unsere Gesundheit ist unser Kapital. Wir haben da sehr große Parallelen auch zu Spitzensportlern. Die fragt man ja auch nicht, wie lange schläft sie und warum. Und wann. Nein, man muss funktionieren. Aber das ist interessant, dass euch das beschäftigt. Naja, aber es ist ja auch so ein bisschen so, was ja dieses... Ja, was machen Sie da? Geht einem so ein bisschen. Ja, genau, was machen trinkt Sie Champagner dazu? Und ist nur auf Partys und schläft bis 12 Uhr. Ja, stimmt ja auch. Wann singen Sie überhaupt oder wie auch immer. Ich sage natürlich, stimmt. Ich sage jetzt immer, stimmt auch. Ja, natürlich. Aber wir tun auch was und das ist etwas, das muss jeder mit sich selbst ausmachen, wie mit der Religion. Das ist so die berühmte Gretchenfrage, wie wir wissen. Wie hältst du es mit der Religion? Wie hältst du es mit deinem professionellen Arbeitsrhythmus? Das muss jeder für sich selbst finden und das ist natürlich für eine Partnerschaft, für wenn man mit jemandem zusammenlebt, schwierig. Aber wenn man das Glück hat, die richtige Person zu finden, die genau das versteht und vor allem auch mitlebt und man sich dann wirklich auch austauschen kann und bei jedem hineinschnuppern kann, denn jeder leistet etwas auf seine Art und Weise. Irgendwann will man vielleicht schon eine Beziehung haben, weil bei aller Liebe zum Beruf... Ja, aber das Beruf schließt der Beziehung ja nicht grundsätzlich aus. Ja, aber will man dann doch jemanden an der Seite haben, weil man arbeitet, verdient Geld, ist alles gut. Ja, natürlich. Aber, oder, Florian? Also, Ich hab immer jemanden an der Seite. Ja. Das ist das, was manchmal schwierig ist zu sehen. Es ist umgekehrt ganz interessant, da bin ich jetzt erst drauf gekommen, wann arbeitet man als Schauspieler? Das ist gar nicht so einfach. Oft sitzt man zu zweit zusammen, aber sozusagen die Assoziation kommt jetzt. Und ich wandere mit und denke eine Minute drüber nach, was die Rolle betrifft, weil jetzt gerade im Privatleben mir was entgegengekommen ist, was das sozusagen auslöst. Das kann ich nachvollziehen, dass das nicht immer ganz einfach ist. Weil man muss immer damit rechnen, dass der andere sozusagen abdriftet und in der Arbeit ist. Dagegen anzugehen ist schwierig, aber wahrscheinlich manchmal notwendig. Mhm. Aber dass das nicht so einfach ist, bei uns zu sagen, wann sind wir wirklich nicht mit dem Kopf in der Arbeit. Ja. Eigentlich. Du bist nie ganz privat und nie ganz Profi. Aber umgekehrt ist auf der Bühne und in der Arbeit genauso. Sozusagen auch da verliere ich das, was ich im echten Leben mir gut und teuer ist, gar nicht. Du, Florian, wäre auch Amerika eine Option? Also so wie Christoph Waltz, einmal
Nicht, wenn du für den Oscar hungern musst. Ich habe keinerlei Vorbehalte, ich habe keinerlei Vorbehalte den Amerikanern gegenüber. Ich komme sehr gerne, wenn sie mich hungern. Ja? Das glaube ich. Ja. Ja. Aber die Amerikaner lieben die Künstler. Hohe Ziele stecken. Da kann man, da ist man wirklich immer herzlich willkommen. Wie ich in der Carnegie Hall in New York gesungen habe, das war ein unglaubliches Erlebnis mit dieser, wer da alle schon gesungen hat. Ja. Und die Begeisterung der Menschen, dass auch jemand aus Europa kommt, aus dem Wien kommt, aus dem kleinen Österreich. Gerade aus Wien, Entschuldigung. Wir sind immerhin doch auch eine Kulturnation und auch eine Sportnation. Ja, deswegen sage ich ja, Sport und Kunst und Kultur hat wahnsinnig viel gemeinsam. Tourismus, Sport, Kunst. Wir müssen alle trainieren. Genau. Wir müssen alle trainieren. Ja, ja, absolut. Und das ist einfach wirklich toll, wenn man auch ins Ausland kommt, dass man da wirklich mit offenen Armen empfangen wird. Das ist lustig, weil ich habe dir sehr genau zugehört und das macht mich wahnsinnig betroffen, was du auch erzählt hast, dass du eben durch dein Aussehen auch Schwierigkeiten hattest mit deiner Herkunft. Ich habe andere Erfahrungen auch gemacht, dass man selbst auch im eigenen Land oft an Grenzen stößt, an die berühmten Glasböden stößt, weil einem dann lustigerweise so nicht so das Internationale gleich anhaftet. Ja, der Prophet im eigenen Land. Wo ich zum Beispiel sage, will ich Giuseppe Spaghetti heißen, sage ich jetzt. Der Giuseppe Spaghetti. Habt ihr das? Na, das ist der Clemens Unterrein aus Wien. Du hättest dich anders nennen sollen. Vielleicht, ist ja noch nicht zu spät. Nicht Giuseppe Spaghetti. Aber das ist nämlich auch... Aber das ist eben dieses Schubladendenken, Aber leider ist man her mit der Haut. Und das ist so schrecklich und das finde ich einfach so bedrückend. Und deswegen bin ich so wahnsinnig gerne auch international unterwegs und ich arbeite auch jeden Tag mit Menschen jeder Hauptfarbe, jeder Religion. Und du warst mit Anna eine Treppe im Bett. Das auch, übrigens. Ja, das auch. Ja, das ist, naja, da macht einem die Arbeit natürlich dann auch Spaß. Und die ist im Bett sozusagen zu Scherzen aufgelegt. Ja, es war lustig, es war natürlich eine Probe. Kann man in deinem Buch nachlesen, möchte ich nur sagen. Ja, es war eine Probe und wir hatten eine Bettszene und es war schon sehr spät und wir waren alle schon ein bisschen müde und ich war noch ganz ein Jungspund und mein Gott, ich durfte mit Anna Netrebko singen und mit ihr auch noch eine Bettszene haben. Und nicht so toll wie im Film vielleicht, sondern ganz züchtig auf der Opernbühne. Aber irgendwann einmal, wir waren alle schon müde, sie wollte eine kleine Pause haben und dann hat sie immer gesagt, nein, das kann mit mir nicht arbeiten, das ist unmöglich, weil ich musste sie auf Regieanweisungen halt, sind wir ziemlich zur Sache gegangen und plötzlich hat sie gesagt, no, I cannot work like this, stop it. Alle sind zusammengelaufen, was ist passiert, um Gottes Willen, eine Trettmusik mit dem Unterrein, um Gottes Willen, was ist los, der muss weg. Und dann hat sie gesagt, nein, ich will einfach nur eine Pause haben, es ist so super, gehen wir in die Kantine, ich lade euch was auf was ein, trinken wir mal, machen wir mal kurz Pause und dann gehen wir ordentlich wieder ins Bett. Ja. Nein, das ist alles gut ausgegangen. So viel Energie. Der wird es nur gefallen haben. Du bist ja so ihr Typ, ne? Der wird es gefallen haben. Umgekehrt. Ich war im ersten Moment geschockt. Ich habe wirklich gedacht, um Gottes Willen, das sieht ihre Diva aus. Nein, überhaupt nicht. Das war einfach ein Scherz. Und da ist geglückt, hat mich auf der Schaufel gehabt. Ja. Du, Florian, Bettszenen oder Sexszenen oder Küssen und so? Das, oder auch Anja? Wie für alle Beteiligten äußerst unangenehm. Das muss man sagen, sonst ist ja. Es ist aber auch wirklich nicht einfach. In dem Moment, und das sagen auch viele, wird man wieder daran erinnert, wie absurd dieser Beruf zum Teil wirklich ist. Weil es ist wir lügen nicht, sage ich mal. Wir behaupten was. Weil jeder, der uns glaubt auf der Bühne, dass ich Prinz von Dänemark bin, ist offensichtlich verrückt, weil das ist ein Theater und das sind Vorhänge und so. Also, das ist eine gemeinsame Behauptung und auch, dass man da gemeinsam im Bett läge. Und auch das ist eine Behauptung. Und das ist dann besonders lustig, wenn man das behauptet. Ja, es ist Bühne und Film ist nicht dasselbe. Mhm. Weil man halt ja doch durch die Szene geht. Und dann hat es so einen gewissen Realitätstouch. Im Film ist es halt einfach Knochenarbeit. Es ist wirklich wie ein Pas de deux aus einem Ballett. Ja. Jeder Handgriff, jede Stellung ist probiert. Und bitte jetzt und Action. Und in Schnipseln zerlegt. Zumindest also wenn einem da privat was einfällt, in erotischer Weise, der spinnt. Zumindest der hat einen eigenen Beruf. Böse, wenn du fakest in dieser Situation. Ja. Das ist auch schon mal ein Vorteil. Ja. Nein, aber ich hab's ja gemacht. Küssen tut man schon wirklich, ne? Also richtig. Ganz selten. Ja. Nur wenn es ein Kinofilm ist und so eine Großaufnahme.
Ja? Und wird immer weniger. Das ist die, das war mal so in den 90ern, da war das so, wollte man das jetzt nicht mehr so. Es gibt einen Unterschied zwischen privat und persönlich, sage ich mal. Also ich bin, möchte sehr persönlich sein in allen Figuren, auf der Bühne, im Film. Aber privat ist noch was anderes. Mhm. Man kennt sozusagen diesen Punkt nicht. Und das merke ich dann, wenn es sozusagen körperlich über eine Grenze hinweggeht. Ja. Und ich nicht weiß sozusagen, ob, ob das Gegenüber auch den Weg mitgeht, ohne Schwierigkeiten. Ja. Also viel unangenehmer als die Szene ist das Reden drüber vorher. Ja, der Proben. Ja. Wie machen wir das jetzt? Ja. Einfach machen. Du hast ja auch gedreht, gell, Birgit? Sehr viel, sehr viel. Und hast küssen müssen? Ich mache ja jetzt. Küssen müssen. Das ist mir jetzt aber wirklich rausgekommen. Ja, also ich habe einmal so einen Fall gehabt, da war eine Dame sehr eifersüchtig, obwohl das war so lächerlich. Ja, absolut lächerlich. Sagst du jetzt? Ja. Und klar. Die hat ihn immer am Nachmittag gefüttert mit Knoblauch. Oh. Das immer, wenn der auftreten ist. Dann wird das Küssen nicht aber so lange, bis ich ihr gesagt habe, sag einmal, du fütterst deinen Mann, spüre ich ja, mit Knoblauch. Sag sie, ja, damit er dich nicht küsst. Sag ich, ich liebe Knoblauch. aber ich muss sagen, es ist besser, sagen wir, ich kann das als Frau sagen, besser mit einem Mann, der nicht bei der Bühne ist oder der sich freut, wenn er unten sitzt, schaut drauf und freut sich. Er weiß nicht die Schwierigkeiten, er denkt gar nicht dran, das ist mir am liebsten. Und, aber ich sage natürlich nicht, ich habe ja recht beim Streiten. Das war nur bei meinen Ehemännern. Ja. Jetzt fühle ich mich. Ich bin ja eine Katze, sage ich immer. Und soweit man halt eine Katze dressieren kann. Meine Lieben, wir sind am Ende einer sehr launigen Sendung. Ich bedanke mich wirklich für eure Zeit. Das ist mir eine große Ehre. Dankeschön. Und ich wünsche euch auch weiterhin das Beste. Viel Erfolg mit was auch immer ihr angreift. Bleibt mal gesund. Und bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuschauen. Dankeschön. Ihnen liegt ein Thema am Herzen? Sie möchten andere überzeugen? Wir geben Ihnen die Möglichkeit dazu. Rufen Sie uns an unter 0900 91 00 98. Wir hören Ihnen zu.